Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video. Wir hatten gerade die Box ausgepackt, also die Timebox. Jetzt wollen wir die Box auch einstellen. Und wir haben sogar deutsche Anleitung. Wartet, ich muss nur die passende Seite finden. Hier. Ein bisschen um. Ja. Lieferumfang interessiert uns nicht. So, 6 ist Batteriekapazität zu überprüfen. Also wenn wir hier einmal drücken, dann können wir die Batteriekapazität angucken. Wir sind ziemlich voll, wie ihr seht. Hinten ist der USB-Ladestation. Hier haben wir einen Play-Knopf. Musikwiedergabe, starten, unterbrechen, Anruf entgegennehmen. 2 ist Minus. Drücken für Lautstärke, gedrückt halten, voriger Titel. Dann haben wir noch Plus. Da können wir jetzt mal hier das Lauteste machen. Und hier so, leise. So, Plus ist 4. 3 ist drücken, Timer automatisch Abschaltung. Also einmal drücken, haben wir hier eine automatische Abschaltung, die wir jetzt hier für Minuten uns einrichten können. Na, 10 Minuten zum Beispiel. Gedrückt halten, manueller Weckruf. So, wenn wir gedrückt halten, dann können wir jetzt hier einen manuellen Weckruf eingeben mit einer Uhrzeit. Senderauswahl, gedrückt halten, Effekte ändern. So, einmal drücken, Senderauswahl. Ja, was für ein Sender? Gute Frage. Und hier drückt halten. Effekte auswählen. So, machen wir erstmal hier und dann hier drückt halten. Es kann natürlich sein, dass er keine Effekte auswählen kann, weil wir keine da haben. So laden sich die Handy-App herunter. Hab ich die? Die habe ich ja noch drauf. Ich muss mal gucken, wo. Oder habe ich die fürs Video extra nochmal runtergemacht? Ich wollte ja vor ein paar Tagen das Video schon machen, aber, oder vor einer Woche besser gesagt. Aber da kam immer was dazwischen. Ich glaube, ich habe. Nee, hier habe ich sie noch drauf, die rum. So. Ich muss nur mal kurz gucken, ob die App hier auch die gleiche App ist. Und zwar gehe ich hier einfach mal darauf und dann QR-Code. So, divum.com. Ja, ist genau die gleiche. Also da sollte keine Probleme geben. Öffnen. Und wir haben jetzt hier die Weihnachtszeit. Da können wir ja mal das auswählen. Also wir müssen erstmal verbinden. So, Gerät verbinden. Verfügbare Geräte suchen, zulassen. Ich habe jetzt mal Bluetooth angemacht, war vorher aus. Kann man da hier auch irgendwie Bluetooth einschalten oder so? Bluetooth dauerhaft einschalten oder muss ich das separat einschalten? Sprachnachrichten bis zu 60 Sekunden lang. Wartet mal, wir müssen mal. Hat kein Gerät gefunden. Ach, jetzt macht er die Effekte. Die können wir jetzt durchsippen. Hat er halt die Standardsachen. Also ich glaube, ich lasse mal das mit dem Herzen, das finde ich ganz cool. So.
Wir lassen das auch auf 10 Minuten, dass es das nach 10 Minuten ausgeht. Test, Test, Test. 1, 2, 3. Ah, jetzt kommen wir hier. Test, Test, Test. 1, 2, 3. Selbst das funktioniert sehr gut. Da brauchen wir einfach nur Plus gedrückt halten. Und dann kommt dieses Symbol, dann kommt das Mikrofon und dann kann man halt wieder sagen, hier, bum bum. Nachrichtensymbol. Und dann kommt dieses Symbol, dann kommt das Mikrofon und dann. Also das funktioniert sehr gut. Die Leuchtkraft ist auch cool gemacht. Hat irgendwie so ein bisschen so einen dreidimensionalen Effekt. Es ist zwar so eine Pixellampe, aber hat was. So. Aber geht jetzt hier so die ganze Zeit weiter blinkt, machen wir mal nur die Uhr wieder rein. Und jetzt haben wir sie ausgemacht. Und ich mache sie jetzt nochmal an. Und halte sie halt währenddessen den Power-Knopf gedrückt. Nee, das ist es nicht. So, Bluetooth. Haben wir jetzt gerade Bluetooth-Symbol gehabt? Vielleicht schaltet sich der Bluetooth auch nur temporär ein. Wir suchen mal nach neuen Geräten. Und gucken auch mal im Gerät. Für Android-Betriebssystem aktivieren Sie Einstellungen, Option Bluetooth, verbinden Sie Time Evo Box Evo mit Ihrem Handy, mit Ihrer Handy-App. Ach so, bin ich doof. Da haben wir sie. Also, ja, ich habe gedacht, ich muss bei Bluetooth jetzt was machen, aber nein, jetzt steht sie jetzt drin, wir sind verbunden, wir haben auch einen Ton gekriegt und wir können jetzt mit dem Winkenden da aus der App einfach sagen, den wollen wir haben. Kriegt auch ein Herz. Den laden wir runter über ja, das funktioniert recht gut. Wir haben auch hier zum Beispiel hier. Aber der winkt ne, also na gut, jetzt haben wir ja noch, jetzt können wir noch das lassen. Und das können wir auch runterladen. Jetzt ladet es gerade aufs Gerät runter. So. Wir haben auch hier so ein 11, weil hier im Weihnachtsmann der hochspringt. Ja, oder für das Neujahr haben wir auch schon Sachen drin. Also DWOM ist da eigentlich immer ziemlich schnell mit bei. Eigene Sachen, beziehungsweise auch die Community. Die ist echt unglaublich, was die an, das sind teilweise hier alles, eigentlich nicht nur teilweise, das sind fast alles nur Bilder von der Community. Ja, dritter Advent zum Beispiel. Simpson findet er da drin, oder so ein Herz. Also findet er Haufen Zeug mit bei. Ich mache aber jetzt einfach mal wieder, das mit dem mit den Weihnachtsdingern hier oben hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Das lassen wir mal drin. Das hat einer aus Australien gemacht sogar. Der ist Level 2 in der DWOM-App. So, und jetzt können wir hier auch Animation. So, das können wir jetzt hier ganz schnell machen. Ich hoffe, ihr seht es, dass es so extrem blinkt. Wir können aber auch jetzt hier halt runterregeln. Aber wir machen mal ein Stück schneller. So. Wir können es auch einfach Standard lassen.
Wir haben Gruppen, wir haben Urlaub, wir haben hier so viele Bilder, die wir machen können. Die Uhr, die würde ich gerne nämlich blau haben wollen, das färbe ich mir noch ein. Wetter, ich kann mir jetzt hier alles aktivieren. Ja, wir gehen aber jetzt einfach mal der Reihe nach durch. Uhr, blau, Wetter. Wetter, also wir wollen Wetter angezeigt haben auf jeden Fall. Und wir wollen die Gradzahl angezeigt haben und einen Kalender. Welcher Tag? Ach ne, das ist mir eigentlich egal. Nur die Gradzahl oder machen wir Wetter auch? Ah, Wetter können wir weglassen. Gradzahl und dann hier so ein Hotbild. Was soll das sein? Das können wir auch weglassen. So, dann entdecken. Mixet. Hier haben wir dann halt so einen Mixer. Da können wir selber machen. Das ist richtig cool. Da könnt ihr dann halt hier. Könnte auch zum Beispiel. Oder hier ein Telefon. Oder Glocke. Oder ein Saxophon. Oder verschiedene. Oder hier. Also habt ihr Haufen Zeug mit bei. So. So, ich nehme das. Nee, das lieber. Ja, das ist ganz gut. Nein, Loop braucht man nicht, würde ich sagen. Praktisch. Ich habe jetzt halt nur drei Sachen Dauer an, hier unten. Und dann hier oben, das können wir wieder ausmachen. Und dann machen wir hier verschiedene. Baby, 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 baby
kann man sich so seinen eigenen Beat zusammen machen. Und können den jetzt aufnehmen, zum Beispiel. Wir nehmen den jetzt gerade auf und dann... Und jetzt läuft es dauerhaft. Wenn wir jetzt sagen Rack und dann sagen wir einfach... Und dann sagen wir Aufnahme beenden. So, jetzt ist die Aufnahme beendet. Schalten wir wieder alles aus. Dann haben wir das Haussymbol. Dann haben wir hier unsere Designzeit. Da können wir halt auch selber jetzt zum Beispiel. Oder wir machen mal hier zurück. Und machen mal O, D, I, N. Ja, sieht kacke aus, ich weiß. Aber man kann sich halt so selber was gestalten. Oder man macht halt. Und dann noch grün. Ne, grün. Und dann rot. Und orange. Dann kann man sich selber was machen. Man kann auch eigene Videos machen. So, wir speichern das jetzt. Ach, abbrechen. Ich werde das nicht speichern. Scheißegal. Ja, weg, 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 weg. Eigenes Video speichern. Dann kann man halt hier auch. Na, ich bin zu weit. Moment. So. Dann kann man halt ein Video hinzufügen. Oder halt praktisch ein Video erstellen, indem man halt hier zum Beispiel hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, oh Gott, sieht das kacke aus. 19, 20. So, fertig. So, wir haben jetzt 20 Felder. Und wie ihr seht, läuft das automatisch gleich schon durch. Ich zoome euch mal ein Stück näher ran. So. Also habt da viel Zeit und Platz zum Experimentieren. Ihr müsst jetzt halt nicht so was plumpet machen wie ich. Ihr könnt das Ding auch dann von der Zeit her so, also vom Effekt her, oder ihr macht halt slow, ganz langsam. Also da ist abbrechen. Das ist euch überlassen. Und ihr könnt dann halt hier noch viel, viel mehr machen. LED-Schrift. Da könnt ihr dann jetzt Odin reinschreiben. Ja, ne. Odin. So. Und zurück. Farbe. Ja, Effekt. Layout. Und Play. Man könnte halt Farbe für den Background festlegen. Die Farbe der Schrift festlegen, die Animation festlegen. Ich zeige euch mal so ein bisschen. Oder ein Image im Hintergrund könnt ihr auch packen. Packt ihr den Weihnachtsbaum im Hintergrund. Ihr könnt da so viel machen. Und bei Effekte.
So, oder Farbe. Aber da könnt da habt ihr so viel drin. Text natürlich. Also da seid ihr wirklich, ihr könnt da noch ein Konto hinzufügen. So, ich habe jetzt mal meine E-Mail-Adresse. So, hinzufügen. Konto existiert nicht. Okay. Stoppuhr haben wir hier auch noch. Starten. Stoppen. Rücksetzen. Also, ihr habt da so viel Zeug mit bei. Ich zeige euch das mal. So, fängt hier oben an. Da. Da sind alles Sachen, die ihr machen könnt. Wecker. Eine Stoppuhr, Spiel. Also da gibt es so viel. Und bei den Designs von der Community, ich gehe mal hier zurück. Moment, ich bin jetzt zu weit zurückgegangen. Bin aus der App rausgegangen. Mach mal hier den überflüssigen Scheiß alles weg. So. Da gibt es so viel von der Community. Ja. Jetzt lädt er wieder nach, dann kommen wieder die nächsten. Das hört ja nicht mehr auf. Da kann man auch nach Stichwörtern durchsuchen, nach Feiertagen durchsuchen. Da ist so viel drin. Aber wenn wir alleine dafür, wenn ich euch da jetzt alles zeigen würde, da wäre das Video ein paar Stunden lang. Und das ist dann natürlich auch nicht so Sinn und Zweck der Sache. Deswegen würde ich jetzt hier auch erstmal Schluss machen. Ich mache die mal aus. Muss ich mir noch einstellen weiterhin. Und hoppala. Erstmal noch wieder verpacken. Die große muss das nicht sehen, weil sonst die hat sich die andere schon eingekreist. Wenn die große das sieht, dann ist die nämlich gleich weg. Weil sie sie haben will. Aber wie gesagt, da ist, ich habe ja schon so ein weißes Teil, das habe ich im Schlafzimmer. Ich finde das cool. Das hat meine Frei, also das große ist halt meine, ach Mensch, im Schlafzimmer halt, das weiße, was ich schon mal gezeigt habe, ist meine Freisprecheinrichtung und alles Mögliche. Und Wecker. Also bevor ich Alexa hatte, war das mein Wecker. Jetzt habe ich beide gestellt und mein Handy gestellt, dass ich auch wach werde, weil ich habe da echt einen guten Schlaf. Aber nichtsdestotrotz würde ich mich jetzt hier verabschieden. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, postet es in die Kommentare. Ich werde mal versuchen, noch ein bisschen was zu erstellen, damit das nächste Video vielleicht nicht so lang ist. Ich verabschiede mich jetzt erstmal. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein, ahoi. Das hat euer Odin.